Hallo ihr Lieben, hier ist die Petra Zülke und ich möchte heute mit euch über das Füllebewusstsein sprechen. Aber ist das nicht schräg? Letzte Woche habe ich dir erzählt, dass meine Grenzen noch so eng waren, dass ich zum Beispiel eine enge Wohnung gebraucht habe, in der ich mich sicher gefühlt habe. Und dass zum Beispiel auch Schulden einem einen Halt geben können. Und heute, gerade mal eine Woche später, erzähle ich dir vom Füllebewusstsein. Aber das zeugt ja nur davon, dass ganz, ganz tiefe Veränderungsprozesse in einem laufen und dass auch in mir extrem tiefe Prozesse laufen und die natürlich auch extremst schnell gehen. Weil nachdem ich euch letzte Woche dieses Video gemacht habe, ist in mir tatsächlich wieder einiges passiert. Ich habe begonnen, meine inneren Grenzen auszudehnen. Und du weißt ja natürlich auch schon, dass du in den Tiefen, also wenn du mir schon länger folgst, weißt du das natürlich, dass du in deinen Tiefen deiner Zellen pure Energie bist. Und für denjenigen, für den sich das noch total schräg anhört, wenn du dich mal so runterrechnest durch die Haut, die Knochen, die Muskeln, die Sehnen, dann geht es weiter in die Blutbahn, dann geht es weiter in die Organe, dann gehen wir schon weiter in die Zellen mit ihren Mitochondrien und der DNA und dann geht es schon in die Zellkerne. Und dann gehen wir in die Zellkerne rein und gehen von den Zellkernen weiter auf deine atomare oder energetische Ebene und kommen dort in die Atome und Atomkerne. Und um diese Atomkerne herum sind nur noch so flitzende elektrische Teilchen. Das heißt, im Grunde bist du ein energetisches Wesen, du bist pure Energie und nur so ein winziger Bruchteil an Materie. Aber wenn du natürlich so gedankliche Konstrukte hast, wie zum Beispiel so ein Armutsdenken oder Mangeldenken, dann packst du dich natürlich schon so richtig limitiert so in deine Box rein. Du hast diesen Gedanken, ja, ich bin es nicht wert, in der Fülle zu leben. Aber es sind natürlich auch diese Gedanken und diese ganzen Impulse, die auf dieser energetischen Ebene existieren. Meine Arbeit basiert ja eigentlich auf dieser Energie, auf Energiearbeit und auch bezieht auch den sogenannten göttlichen Kern mit ein. Über den habe ich in einem der letzten Videos sicher auch schon mal gesprochen. Aber wenn du dir mal bewusst bist, dass du Energie bist und jeder Gedanke, jeder Impuls, jedes Gefühl auf dieser energetischen Ebene existiert, wie leicht ist es dann eigentlich doch, sich so auszudehnen? Wenn man jetzt bisher die Energie gehabt hat, okay, Schulden, was auch immer, gibt mir einen Halt. Dann darf man sich doch mal einfach nur in sich mal reinspüren, einfach mal vielleicht den Weg von außen nach innen gehen, weil Transformation geschieht immer von innen nach außen. Du wirst nicht im Außen was verändern können, es geht immer von innen nach außen. Dann darfst du doch einfach mal nur in dich reinspüren. Ja, meine Grenzen sind jetzt ja vielleicht noch gepolt auf zum Beispiel auf die Schulden oder auf die Enge oder auf diese Beziehung, die mir nicht gut tut. Aber was ist es denn, wenn ich in meinen Tiefen meiner Zellen Energie bin? Kann ich mir denn dann nicht erlauben, so von innen einfach schon die Grenzen beginnen auszudehnen? Also einfach nur diesen Impuls zu setzen, okay, ich erlaube mir, mich auszudehnen. Ich erlaube mir, dass meine Energie sich ausdehnt. Ich erlaube mir auch zum Beispiel, dass dieser Käfig, den ich mir gesetzt habe, also auch meinetwegen diese Limitierung über die Schulden, dass ich den einfach mal ausweite. Das heißt, ich erlaube mir, mich auszudehnen. Und dann, also das ist der erste Shift, den du machen kannst. Der zweite Shift aber bedeutet auch mal, dass du beginnst, die Fülle im Alltag zu erkennen. Und wir sind ja so gepolt oder darauf trainiert, oder das hat man uns vielleicht auch so eingeimpft, dass wir uns auf den Mangel fokussieren. Und du kennst es vielleicht auch schon, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Das heißt, das, worauf du deine Energie richtest, verstärkt sich. Das ist natürlich auch klar, wenn du jetzt weißt, dass du ein energetisches Wesen bist, also dass du in deinen Tiefen deiner Zellen Energie bist. Wenn du jetzt deine Energie auf den Mangel richtest, Mangel ist ja letztendlich auch nur Energie, genauso wie zum Beispiel Geld oder Schulden oder vielleicht auch die Beziehung einfach eine Energie letztendlich ist. Wenn du deine Energie auf den Mangel richtest, ist natürlich klar, der Mangel kriegt mehr Energie, Energie, Energie. Die Energie, die pulsiert so richtig in diesen Mangel rein. Und was passiert? Er dehnt sich aus. Aber das ist natürlich nicht, was du möchtest. Du möchtest ja in der Fülle sein. Du möchtest vielleicht auch frei und auch, also nicht nur finanziell frei sein, vielleicht auch emotional frei sein. Aber was wäre, wenn du die Gedanken, von denen du ja jetzt weißt, dass die eben auch nur Energie sind, oder deinen Fokus, der ja auch nur Energie ist, darauf ausrichtest,
zu sagen, okay, ich richte meine Aufmerksamkeit auf das, was ich schon habe, auf die Fülle. Und das ist gerade auch was, was mir gerade aktuell passiert, und du kriegst ja hier immer quasi live eins zu eins schon mit, was in mir so passiert. Und du lernst aufgrund meiner eigenen Entwicklung, also im Grunde kriegst du letztendlich ein Coaching von mir durch meine eigene Entwicklung und kriegst dadurch auch die Impulse, was du in deinem Leben verändern kannst. Und es war spannend, nachdem ich das jetzt irgendwie, also man hört das ja echt oft, dass das Geld ja auch nur Energie ist oder eben Fülle auch nur Energie ist, aber wir haben im letzten Video schon davon gesprochen, es braucht natürlich immer die Zeit, bis etwas, was hier oben ist, zu dir so reinsinkt, bis es so richtig auch transformiert wird, dass du damit auch arbeiten kannst, dass es in der Tiefe deiner Zellen ankommt, dass es in deinem Herz ankommt, Herz ist Transformationszentrale, und dort wird es natürlich, was du so als Input kriegst, wird auch umgewandelt. Aber dazu darfst du natürlich zum einen schon fühlen, du darfst auch schon ein bisschen ein erweitertes Bewusstsein haben, dass du es eben auch verstehen kannst, dass du nicht nur jetzt so diesen, alles hier zu betoniert hast und im Außen krampfhaft versuchst, deine Lage zu ändern, sondern dass du dir eben schon bewusst machst, okay, ich bin Energie, ich bin ein energetisches Wesen, das bedeutet, alle meine Impulse, Gedanken, Gefühle existieren auf dieser energetischen Ebene, und ich habe es letztendlich auch in der Hand, mich als energetisches Wesen auszudehnen, die Energie in irgendeine Richtung schwappen zu lassen, fließen zu lassen. Und wenn du jetzt mal diesen Shift auch vom Kopf her angehst, dann wird dir bewusst, dass Fülle tatsächlich schon in jedem Moment in deinem Leben existiert. Das fängt schon an, wenn du morgens aufstehst und hast vielleicht wunderbar geschlafen und hast ein Dach über dem Kopf, machst dir ein schönes Frühstück. Und mir ist das gestern so richtig bewusst geworden. Also, ich möchte heute in dem Video auch ein bisschen mal über das sprechen, was meine Vision ist. Ich bin ja Coach, Heiler, spirituelle Lehrerin und biete natürlich auch 1:1 Coachings an, aber ich biete auch meinen Divine Core, den 16-wöchigen Chakren-Transformationskurs an. Aber eine meiner ganz großen Visionen ist natürlich auch Speaker zu sein, weil ich weiß, ich habe eine Botschaft, nämlich die Botschaft, dass Transformation der neuen Zeit sehr schnell gehen kann. Und das sieht man ja auch in meinen Coachings, da kannst du zum Beispiel auch mal meine Bewertungen angucken auf ProbenExpert oder kommst zu mir ins Facebook-Profil oder in die Gruppe, da kriegst du mal ganz, ganz viel mit, was bei meinen Klienten passiert. Aber Transformation kann sehr, sehr schnell gehen, und wenn man mal sich bewusst macht, dass man ein energetisches Wesen ist und über diese energetische Schiene geht, da können auch Dinge, die eben, wo andere mal früher vielleicht 10 Jahre in Therapie gegangen ist, kann so ruckzuck relativ oder sehr schnell transformiert werden. Das hängt natürlich immer von der Bereitschaft des Einzelnen ab und eben, ob dieser Mensch schon fühlen kann. Fühlen ist die Grundessenz, um in die Transformation gehen zu können. Aber es ist meine Botschaft zu sagen, dass Transformation heutzutage sehr schnell gehen kann. Und ich war ja schon Speaker in einem Kongress, der hieß Die wahre Kraft der Frau, und ich bin auch die Woche im Kriegsenkelkongress zu sehen, und auch übrigens die Transformation von Kriegsenkeln kann sehr, sehr schnell gehen. Da könnt ihr auch mal in meinem Profil mal nachschauen, da habe ich auch mal was darüber geschrieben. Und übrigens, mein Interview im Kriegsenkelkongress ist morgen am Dienstag, den 13.07. ab 18 Uhr für 24 Stunden kostenfrei zu sehen. Aber Speaker zu sein heißt ja letztendlich für mich auch, ich möchte mal auf diesen großen Kongressen stehen und auf der Bühne stehen und da mein Wissen weitergeben. Und wir sprechen ja gerade in diesem Video vom Füllebewusstsein, und ich bin jetzt mit diesem Füllebewusstsein die letzten Tage so durchs Leben gegangen, und wisst ihr, was passiert ist? Also einer meiner großen Vorbilder, die auch so Summits machen, die haben tatsächlich einen Aufruf gemacht, dass sich sozusagen Newcomer bei ihnen melden können, und wenn die den Newcomer als für gut und richtig erachten, dann unterstützen sie ihn. Also die Anzeige ist gestern aufgepoppt. Prompt habe ich natürlich mich darauf beworben, weil es ist ja mein Ziel, meine Vision in die Welt zu tragen. Es wird früher oder später auch noch ein Buch von mir geben. Ich werde früher oder später auch noch Ausbildungen für Therapeuten, Coaches und Heiler anbieten und auch Retreats im Ausland anbieten. Also da ist noch ganz, ganz viel, was so in meinem Köpfchen schlummert, was ich in die Welt tragen möchte. Aber ohne dieses Füllebewusstsein wäre dieser Aufruf vielleicht gar nicht erst in mein Leben geschwappt. Also ich hätte ihn vielleicht gar nicht registriert, weil ich zu diesem Moment vielleicht gar nicht online gewesen wäre. Ich hätte vielleicht irgendwas ganz anderes gemacht, aber ich habe es gesehen und habe gedacht,
Jawohl, das gibt's doch gar nicht, das kann doch gar nicht sein. Ich habe echt gestern einen kleinen Freudentanz aufgeführt und habe das dann einfach das geschrieben, was eben ich repräsentiere. Und jetzt bin ich gespannt. Und dann war ich gestern Nachmittag spazieren und also selbst wenn du rausgehst und wir haben ja sehr viel Regen gehabt die letzten Tage, die Sonne hat gescheint, es hat geduftet, also es hat so richtig nach, das kennt ihr ja vielleicht, wenn er nach dem Regen so rausgeht, das duftet ja, du kriegst ja von diesem Geruch gar nicht genug. Wenn du jetzt aber schon mit dem Füllebewusstsein unterwegs bist und das einfach mal so auf dich einwirken lässt, das ist Fülle. Wenn du nach dem Regen im Sonnenschein rausgehst, es duftet. Das ist Fülle. Dann bin ich in den Park gegangen. Ich wusste nicht. Mein Klaus, wir hatten jetzt dieses C-Thema, da waren ja auch viele Veranstaltungen verboten. Was ist passiert? Da hat so eine Gruppe gespielt. Ich wusste es nicht. Ich gucke keine Nachrichten, ich habe auch keine Zeitung. Aber wir haben auch, hab ich mal über Nachrichten schon gesprochen, dass Nachrichten für dich und für deine Weiterentwicklung auch nicht unbedingt förderlich sind, weil du einfach nur so mit negativen Input infiltriert wirst und in der Zeit auch dein Körper so regelrecht übersäuert. Also das Wichtigste kriegst du ja eh mit. Also es ist nicht erforderlich, dass du dich von den ganzen Nachrichten abhängig machst. Weil ich wusste nicht, dass da eine Gruppe spielt. Und also ich war ganz überrascht. Ich bin da gestanden. Oh gut, das war jetzt Blasmusik. Das ist jetzt nicht unbedingt meine Lieblingsmusik, aber das ist Fülle. Einfach, du gehst raus und irgendwo spielt einfach eine Gruppe. Ist wunderbar. Das ist Fülle. Und heute Morgen, ich habe ja schon letztes Mal schon erzählt, ich bin sehr viel auch in Online-Kongressen unterwegs, weil ich einfach wissbegierig bin und ich merke ja immer, es bringt mich weiter und selbst wenn ein Satz mich weiterbringt, lief der Freiheitskongress, das sind auch zwei kostenfreie Kongresse und da habe ich auch schon wieder ganz, ganz viel Mehrwert rausgezogen. Also selbst wenn du zum Beispiel einen kostenfreien Kongress oder einen kostenfreien Workshop mitmachst, was ich dir übrigens auch sehr ins Herz lege, du kriegst auch nachher noch gleich zwei Empfehlungen von mir dazu, was aktuell läuft, wo ich auch selber drin bin. Also nicht zu sehen bin, aber wo ich eben auch mit teilnehme. Das ist Fülle. Und jetzt darfst du mal anfangen, für dich reinzuspüren. Wo habe ich denn bisher einfach gedacht, ja, mein. Okay, so ein Online-Kongress, sind ja meistens so zwischen 7 und 10 Tagen und das ist natürlich schon viel Input und du denkst, okay, ich muss noch das und das Video gucken. Aber wenn du dann deine Sichtweise drehst und sagst, Mann, ich ziehe hier jetzt was raus und wenn es nur ein Satz ist und manchmal kann ein einziger Satz entscheidend sein und dein Leben verändern, wie großartig ist das? Das ist Fülle. Ja, und das wollte ich dir heute einfach mal mitgeben, wie schnell du eigentlich letztendlich von dieser Enge dich innerlich ausdehnen kannst. Du weißt ja jetzt, du bist ein energetisches Wesen. Letztendlich deine Gedanken und Gefühle, die sind ja auf dieser Energieebene. Und wenn du dich entscheidest, ja, ich lebe mein Füllebewusstsein, ich dehne mich aus, ich bin bereit zu empfangen. Und ich dehne diese ganze Energie in mir aus und öffne vielleicht einfach die Hände. Dann beobachte mal, was in den nächsten Tagen passiert. Und ich gebe dir noch einen anderen guten Tipp, mit dem ich auch selber gelernt habe. Also der stammt auch nicht von mir. Du kannst dir auch ruhig ein paar Mal am Tag einen Wecker stellen und also immer zu unterschiedlichen Zeiten hast du ein Smartphone, dann stellst du dir einfach so, keine Ahnung, 14:12 Uhr die Uhrzeit und dann lässt den läuten und dann checkst du mal, was habe ich denn gerade gedacht? Habe ich Mangel oder Fülle gedacht? Und dann schreibst du es dir auf. Und das machst du 5 Mal am Tag. Und am nächsten Tag stellst du den Wecker wieder auf 5 Zeiten, aber natürlich andere Zeiten, weil sonst gewöhnst du dich dran. Also einfach, dann hast du es halt nicht um 14:12 Uhr, dann hast du es vielleicht um 13:01 Uhr oder so. Und dann schreibst du dir wieder auf, was habe ich gerade gedacht. Und dann wird dir erstmal bewusst, wie du über dich selber denkst und was du gerade denkst. Und nach ein paar Tagen wirst du merken, oh, naja, also war nicht so cool, was ich gerade gedacht habe. Und so kannst du zum Beispiel auch lernen, dann dich innerlich auch schon mal auf Empfangen und auf Fülle umzuprogrammieren. Ja, und ich habe dir ja gerade gesagt, ich gebe dir noch zwei Empfehlungen mit. Also das heißt, im Grunde sind sogar drei Empfehlungen, was die Woche läuft und wo ich auch selber mit involviert bin. Zum einen läuft ab morgen der Kriegsenkelkongress. Und vielleicht denkst du jetzt erstmal, was hat es mit mir zu tun? Aber du bist Kriegsenkel, wenn deine Eltern in Kriegszeiten geboren worden sind oder Kinder waren. Vielleicht bist du auch Kriegsurenkel, wenn du noch jünger bist. Aber die meisten denken, der Krieg hat doch gar nichts mit mir zu tun, aber das ist im Grunde völliger Quatsch.
Ja, allein hier in Deutschland gab es zwei Weltkriege und die haben deine Ahnen geprägt. Und deine Ahnen waren nicht in der Lage, ihr Trauma aufzuarbeiten, und so trägst du noch ihre Muster in sich herum. Und es liegt heute quasi an dir, die zu erlösen. Und ich bin ja Sprecherin im Kongress und mein Interview wird morgen am Dienstag ab 18 Uhr für 24 Stunden ausgestrahlt. Also den Link packe ich dir unter das Video. Es sind schon über 9000 Menschen dabei, also sei gerne auch mit dabei. Und auch wenn du jetzt denkst, okay, das ist so viel Schmerz, vielleicht weißt du ja schon, nur was sichtbar ist, kann transformiert werden. Und die Ahnen freuen sich immens, wenn du einfach mal den Mut hast, dahin zu schauen, was passiert ist. Und allein schon, wenn es sichtbar wird, geschieht ganz, ganz viel Transformation. Das andere ist ein Workshop. Ich habe auch gesagt, ich nehme auch immer an Workshops oder Online-Kongressen teil. Das ist der Affiliate Marketing Workshop von Steffen Dietrich. Steffen ist echt ein Technikprofi. Ich habe ihn auch sehr schätzen gelernt, weil ich habe schon zwei Workshops von ihnen gemacht. Ich habe den Landingpage Workshop gemacht. Ich glaube, der war im April. Im Mai habe ich den Lead Magnet Workshop gemacht. Ich bin ja auch Unternehmerin und aus beiden konnte ich extrem viel mitnehmen. Und gerade wenn du noch so ein Geldthema hast, dann ist es natürlich auch cool, wenn man sich so ein Einkommen kreieren kann, ein passives Einkommen. Und dazu muss man natürlich auch erstmal lernen und verstehen, wie man das macht. Und da ist der Steffen natürlich ein super Ansprechpartner dafür. Sein Workshop ist kostenfrei. Der findet jetzt heute Abend statt, ab 18 Uhr, geht von Montag bis Freitag. Und soweit ich weiß, kannst du dir die Videos bis Sonntag anschauen. Also auch wenn du erst morgen oder so dazu kommst, du kannst dir dann auch immer noch Mittwoch oder Donnerstag die Videos anschauen. Und ich bin in dem Kongress, in dem Workshop auch dabei, weil es interessiert mich einfach brennend, weil ich bin Unternehmerin und ich dehne mich ja auch aus. Das bedeutet auch, sich, wenn du sagst, sich ausdehnen, es das heißt ja nicht nur, du wartest jetzt bald meinetwegen auf dein Gehalt, was du aus einem Job verdienst. Das heißt ja auch, dass du dir vielleicht verschiedene Quellen schaffen darfst, aus denen Einkommen und Geld zu dir fließen darf. Und Affiliate Marketing ist da zum Beispiel auch eine coole Sache. Aber dazu muss man natürlich auch erstmal wissen, wie es funktioniert. Und der Steffen ist da absoluter Profi. Den Link packe ich dir auch drunter. Und was aktuell auch läuft, das läuft sogar schon seit gestern, ist der Freiheitskongress von der Anja Häfner. Das ist auch ein kostenfreier Kongress. Und da geht es um die finanzielle und emotionale Freiheit. Ist auch ein kostenfreier Kongress, überfordert dich auch nicht, weil das sind zwei Interviews pro Tag, das ist auch relativ kurz. Aber es sind Menschen, also sie interviewt eben Menschen, die schon ihre Passion leben und damit Geld verdienen. Und ich habe mich früher auch immer gewehrt, so Erfolgsstories anzugucken, aber mittlerweile denke ich auch, ich bin ja wie gesagt auch Unternehmerin, du kannst immer was dazu lernen und ich finde es so wichtig, dass man halt nicht stehen bleibt auf dem Level, wo man ist, sondern auch einfach mal guckt, okay, wie haben es die denn gemacht? Und vielleicht ist es bloß wieder ein Wort oder ein Satz, der dich weiterbringt. Manches bringt dich vielleicht auch nicht weiter, aber man darf natürlich auch in sich selbst investieren. Und wenn jetzt zum Beispiel dir jemand einen Kongress kostenfrei serviert, zum einen haben wir wieder, das ist Fülle, zum anderen kriegst du kostenfreien Mehrwert, das ist auch wieder Fülle. Und es bedeutet natürlich auch, du investierst zwar jetzt kein Geld, aber du investierst deine Zeit, du investierst in dich. Das ist eben auch wieder Fülle. Und du kannst natürlich nicht wachsen, wenn du dich nicht weiterentwickelst. Wenn du verharrst, wirst du niemals wachsen. Es geht natürlich auch immer darum, dass du dich weiterentwickelst. Ja, und das waren meine drei Tipps, was du diese Woche kostenfrei noch mitnehmen kannst und wie du auch ins umswitchen kannst vom Mangel in die Fülle. Und die Links zu den Kongressen, zum Workshop und auch zu dem Kriegsenkel-Kongress packe ich dir unter das Video. Ja, und ich würde mich freuen, wenn du dabei bist und ich würde mich auch freuen, wenn du magst, in meine Gruppe kommst oder eben dich mit mir befreundest. Also, bis bald, deine Petra.